Aber mir macht es echt Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Ich freue mich aktuell immer über den Stream. Ist halt leider bei Tears of the Kingdom bei mir nicht so. Mann. Also, deswegen, ich bin gerade am struggeln, ob ich vielleicht das Tears of the Kingdom Projekt abbreche und halt mehr solche Sachen mache. Und dann halt so mit Death Wheel, weil das, ich weiß, ich komme irgendwie viel geiler rüber, macht mehr Spaß für mich und für euch vielleicht auch. Müssen wir mal gucken. Ist das Schrott-Langschwert, welches nach 7 Schlägen zerbricht? Ja, okay, es ist das Schrott-Langschwert, da habt ihr recht. So, kriegen wir denn jetzt unseren Rubin, bitte? Komm schon. Ruby, 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 Ruby. Da-da-da-da-da. Haia-Schild darf er tragen, aber er ist ja zu schwach, um das Haia-Schild mit einer Hand zu halten. Deswegen trägt das ja auf dem Rücken. Bei 50 Toten nimmst du ein Tears of the Kingdom Teil auf. Will die Reaktion aufs Finale sehen. Ah, okay. Ja. Ah, mal gucken. Okay, wir gucken mal, wie es ausschaut. Tolle Bestrafung. So, Leute. Wir haben Bomben. Wie gut ist das bitte? Ich freue mich gerade übelst, dass wir Bomben haben. Wir hatten gerade so viele Sachen, wo wir Bomben brauchen. Wir können, glaube ich, gefühlt alles nochmal ablatschen. Gerd Müller, hallihallo, schönen guten Tag. Das Game ist so süß. Das Game ist, ja, also, ja, ja. Das Game macht mich fertig mit der Welt. Tears of Kingdom kannst du gerne weglassen, Ocarina of Time ist vielleicht spannender. Ja, es sind halt wieder verschiedene Meinungen. So. Wir haben Bomben. Das heißt, wir können uns theoretisch können wir uns ja erstmal das Upgrade holen, oder? Das sollte ja möglich sein, wenn man den Typ da hinten in der Ecke, ne? Achso, ja, ich gehe da nochmal in den Dungeon rein. Ich hole mir mal schnell Bomben und dann gehe ich wieder in den Dungeon rein. Aber wir schließen schnell Goronia ab, würde ich sagen. Ist das okay für euch? Mach schnell Goronia fair. Oh Gott, das war schlecht. Ich wollte halt eine Runde reiten auf dem Goron. Ich dachte, er ist beim Rodeo, weißt du? Ich wollte ein bisschen mitmachen. So. Bam, 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 bam. Da, da. Ja, mach fertig hier. So, mein Freund. Jo. Ah, oh, von 10 auf 30. Ei. Geil. Okay, ich bin sehr zufrieden. Oh, 10 auf 30, Leute. Super geil. So, hat man jetzt hier noch irgendwas Sprengbares? Oben, glaube ich, ne? Ey! Du Hund! Was soll das? Da hinten halt auch, aber da brauchen wir, glaube ich, die Hymne der Zeit. Oder als Erwachsener. Das hat sich richtig gelohnt, ja. Ich freue mich. Ich freue mich richtig darüber. Okay. Also ich würde sagen, warte mal, hier unten war auch noch eine Wand, wo ich mal rein wollte. Hier. Was war denn hier eigentlich drin? Hier waren wir noch nicht. Da ist bestimmt der Dicke. Der dicke Goron. Der große. Medi-Goron. So. Vielleicht verkauft der uns das dann. Möglich. Zum Glück hast du es gemacht. Gleich 20 Stück mehr bekommen. Ja, das ist echt gut. Also, wir werden sie halt echt gebrauchen, die Bomben, denke ich. Ach ja, das A Link to the Past Randomizer, was du mal gezockt hast, war ja lustig. Alle Folgen, allein in Folge 1 war richtig fair, wo du schon bei Garon geplant hast. Ja, das war auch richtig dumm. Einfach, Boss Fight. Ach man, der mag mich. Hi Natsu, hallihallo. Bin spät, bin eingeschlafen. Also ich bin heute hellwach, ich komme aus der Nachtschicht. Naja, gut, was heißt hellwach? Ich bin ein bisschen schläfrig, aber da ich diesen Nachtschichtrhythmus noch drin habe, bin ich eigentlich dran gewohnt, dass ich gerade noch voll durchballern kann. Aber kam heute um 7 Uhr aus der Nachtschicht und bin um 11.30 Uhr dann aufgewacht. Heißt, ich habe eigentlich auch nur 4,5 Stunden geschlafen. Aber das mache ich halt immer so, damit ich halt dann meinen anderen Rhythmus wieder reinkriege.
dass ich halt halbwegs müde bin und dann halt vielleicht so um 12 oder so aufstehen kann, ins Bett gehen kann, damit ich morgen um 5 Uhr rum aufstehen kann. Mal gucken. Irgendwie sowas. So, wir gucken mal hier rein. Rad drehen. Natsu möchte das Rad drehen. Können wir hier überhaupt was machen? Keine Ver... Natsu! Ich wollte doch gerade hier was wegbomben. Machst du denn? Ich muss mich jetzt umbringen. Mann. Oh oh. Ja, es ist jetzt doof gelaufen halt, ne? Ja. Ha. Machen wir halt erstmal was anderes. Ja, aber was? Was machen wir jetzt? Nichts damit umbringen, durchziehen! Okay, wir gucken mal. Was können wir noch machen? Wir haben da jetzt halt noch die Felswand. Da müssen wir da nochmal hingehen. Yay, Kitsune! Ich dreh mal, ja, Kitsune? Dankeschön! Jetzt habe ich kein Schwert mehr, aber das ist okay. Ich brauche erstmal nur Bomben. Spyro wollte auch gerade, dass ich drehe, aber kannst dir sparen. Ja, Natsu! Ich wollte nur gerade ein paar Rätsel lösen. Da brauche ich meine Bomben. jetzt sind die wieder da. Wie viele Bomben brauche ich jetzt hier? Erstmal gucken, ob hier überhaupt was bei rumkommt. Ich bin gespannt. Babam. Du kannst natürlich auch noch gleich nochmal drehen, wenn du möchtest. Komm ich hier durch? Oh Gott. War das klug? War das klug, dass ich mich gerade durchgepackt habe? Sandra, hallihallo, schönen guten Tag. So, okay, wir haben zwei Kisten. Schauen wir mal rein. Da, 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 da. 50 Rubine, okay. Bitte kein Geld, bitte kein Geld. Ah, Mist. Wir brauchen die größere Börse unbedingt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir uns die holen. Wir können jetzt halt auch nach Hyrule-Stadt und können Minenbowling machen, ne? Das ist auch geil. Da kriegen wir ja theoretisch auch eine größere Börse. Also eine größere Bombentasche, meine ich. Dreh das Rad, ich setze mal ein. Okay. Let's go. Bam, bam, ba, bam. Ach ja. Mann. Ich renne durch Goronia. Und sammel Schatzkisten. Leider ist nur Geld darin. Und ich hab ne kleine Börse dabei. Mit dem ganzen Geld renne ich durch Goronia. Die Börse ist zu klein. Deswegen verliere ich alles. Ja, Leute, hatte gehofft, dass es kommt. Ja, es war auch das Letzte. Also, es musste kommen. Der Spyro Dragon, für den sing ich den Song. Denn er hat gedreht und jetzt sing ich für ihn. Lieber Gorganto, wir haben schon gesehen, die große Geldbörse gibt's einmal im Dekubaum und auch im Laden von Hyrule-Stadt. Da habe ich sie auch gesehen. Die Geldbörse. Nur leider kann ich mir nicht leisten. Dü-dü. Ich singe das Team von Dodongos Kavern. Denn hier gibt es keine Musik. Das mag ich gern. Ich sollte nochmal hierher kommen. Der liebe Chris meinte das. Denn hier gibt es noch ein Sun-Rätsel. Das soll ich versuchen mit ganz viel Hass.
Und die liebe Susanne hat gesagt, ich soll nochmal gucken nach einem Deku-Schild. Die liebe Kitsune hat gesagt, wir haben einen Dungeon betreten. Warum darf ich jetzt das Rad treten? Ah ne, das ist das letzte. So, jetzt kommt... Keine Heilung. Ist auch eklig. Okay. Ihr habt gesagt... Stimmt, die Sonne ist ja aktiv. Also... Spiel ich jetzt Sansong. Probier's mal. Chris meinte, das würde wohl irgendwie gehen. Tatsächlich. Gibt's halt einfach eine Kiste. Ah, danke schön, lieber Chris, danke. Geil. Mega. Jawohl, noch ein Herzteil. Schön. Sehr, sehr gut. Okay, und dann holen wir uns jetzt noch schnell... Zack. Wir holen uns jetzt noch schnell den... Kannst du wieder zum Skulpturhaus gehen und gucken, was es für eine Belohnung gibt? Ja, mach ich gleich. Ich hole mir noch schnell ein Deku-Schild, ne? Was die Susanne vorhin gesagt hat. Und dann gehen wir nochmal schnell nach Kakariko, holen uns, oder gucken mal, ob es eine Belohnung gibt. Weil wir sind uns ja auch immer noch nicht sicher, ob es eine Belohnung gibt. Wir haben zwar jetzt 20 Skulties, aber normalerweise gibt es die... Nein! Nein, du Drecksack! Nein! Shit! Mann! Oh Gott! Was passiert da? Der will abhauen! Der will abhauen! Der will abhauen! Nein! Ich werde hier einfach links und rechts weggeslockt! Bomben! Ja, ich glaube, ich benutze Bomben. Ey, danke! Was passiert hier? Oh Gott. Okay, Raubschleim sind tot. Oh Gott. Da ist mein Schild. Yo! Ah, wo ist die Kiste? Ich glaube, die Kiste ist kaputt, kann das sein? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich kann den noch schieben, oder? Kann das sein? Sind die das vielleicht, wenn ich ihn schiebe? Warte mal, ich mache den nochmal schnell tot. Speichern und beenden. Stimmt, wäre eigentlich eine smarte Lösung. Oder wir schieben uns halt schnell durch. Aber das könnte viel Arbeit werden. Vielleicht geht aber auch die Tür wieder auf, wenn ich alle Gegner töte. Ich probiere es mal ganz kurz. Also der ist auf jeden Fall fest installiert. So, der ist tot. Schieben finde ich besser. Und der hier ist auch noch ein Bösewicht. So, der ist tot. Gar nichts passiert. Wow. Ja, aber dann müssen wir den bis ganz dahinter schieben. Das dauert doch jetzt ewig. Scheiß auf das Deku-Schild einfach. Ich glaube auch. Wir machen es so, wie Kitsune gesagt hat. Wir machen Speichern und Beenden. Oh, ich kann nicht beenden. Ich glaube, dann müsste ich das Spiel neu starten. Ha. Ist es jetzt geil, das Spiel neu zu starten? Ach komm. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Safe and Quiet. Ja, Safe and Quiet geht, glaube ich, nur bei Game Over. Stimmt. Das ging, glaube ich, erst bei der GameCube dann, dass du das selber machen durftest. Bis die Statue da ist, vergehen 10 Jahre. Ja, wir haben es gleich. Guck mal, so viel ist es gar nicht mehr. Dauert lange, aber ich glaube trotzdem besser, als das Spiel jetzt neu zu starten. So, Rad drehen. Natsu, du hattest doch schon, ha? Lieber Natsu. Was ist denn da los? Milch benutzen und Feuer mitnehmen? Ne, wir haben jetzt Bomben. Brauchen wir eigentlich nicht mehr.
Okay. Wir holen uns jetzt schnell noch das Deko-Schild. Ich würde noch auf den Todesberg gerne gehen. Weil wir haben da eine Fee auf dem Todesberg. Was meint ihr? Machen wir noch schnell dann, oder? Bevor wir nach Kakariko gehen. Ich glaube schon. Ich glaube... Ups, habe ich mich verschluckt. Ich glaube, das würde ich auch gerne machen, bevor wir gehen. Nochmal schnell auf den Todesberg. So, zack. Deko-Schild. Bam. Gut, da haben wir das erstmal wieder mit dabei. Ja, hol die Fee erstmal. Ne? Ist besser, glaube ich auch. Machst du heute Überstunden? Ja, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Bock zu zocken. Macht gerade voll Spaß. Welcher Weg ist jetzt schneller? Ich glaube hier lang ist schneller. Guten Abend, so ein Aufwand für den Schalter. Ja, auf jeden Fall. Naja, theoretisch ist es ja einfacher, weil... Ja, hier ist schneller, klar, logisch. Ist es schneller, hier lang zu gehen. Theoretisch ist es ja nicht so aufwendig, weil du hast ja diese Kiste, die du einfach drauf stellst, aber die ist mir halt gerade kaputt gegangen, die Kiste. Das war halt das Doofe. Okay, was können wir noch machen? Also wir gehen erstmal hoch auf den Todesberg jetzt, oder? Ich denke, das ist okay. Wir dürfen uns auch übrigens nicht heilen. Aktuell. Machen wir bei der Fee aber eine Ausnahme, oder? Eigentlich müsste Link im Inventar Aspirin bekommen, so oft wie er gegen die Wand donnert. Eigentlich schon. Drehen, drehen, drehen. Da kommt dazu für dich. Ja, Leute, ich nehme hier meine Bombe und versuche, diesen Stein wegzublocken. Doch leider kann ich diesen Stein nicht so richtig rocken. Oh Mann. Es kommt hier auf das Timing an. Doch mit Reimen ist es doch schwieriger dann. Irgendwie schaffe ich es nicht. Jetzt sieht's gut aus, denke ich. Nein, auch immer noch nicht habe ich es geschafft. Was ist hier los? Ich alter Saft. So. Ich glaube, diesen Reim-Button muss ich im nächsten Part streichen. Denn dieses Denken tut mir nicht gut. Zu viel Gesichtsbleichen. Was? Hallo, du olle Kuh. Ich spiele dir ein Lied im Nu. Doch. Das ist das falsche Lied. Ich spiele es so. Ich denke, das ist besser. Jetzt gibst du mir Milch im Nu. Ihr müsst sie durch Piraten ersetzen. Kitsune meint, ich soll Piratenreime machen. Arg, das wird sehr lustig mit meinem neuen Haken. Jetzt geht's zum Todesberg. Ich bin gespannt. Wir laufen rückwärts und nehmen unser Schicksal in die Hand. Laufen wir rückwärts, sind wir schneller. Die Steine können uns nicht treffen. Sagte er und wurde getroffen. Armer Link. Ich glaube, er hat einen gesoffen. So, wir sind nun da. Auch ein Huhn ist hier. Ich bin gespannt, ob wir es zusammen schaffen, die Wand zu triumphieren. Der Natsu möchte, dass ich mit meinen Füßen den Controller bediene. Doch sage ich ihm, das mache ich nicht. Denn dann muss ich ihn desinfizieren. Hat sich nicht gereimt, das war echt schlecht. Oh no! Alle sagen immer, Link trinkt keinen Alkohol. Doch ist es eine große Anspielung, denn die Milch aus der Bar in Unruhstadt hat sicherlich Alkohol-Intus. I'm sure. Mann, ich kann nicht mehr reimen. Du kannst das R. Du kannst das R? Das R rollen. Rollen. Haut auf den Daumen rauf. Es ist mit dem Stream noch lange nicht aus. Wir bomben jetzt diese Wand hier weg. Chateau Romani heißt der Dreck.
Sorry für meine Kraftausdrücke. Doch manchmal habe ich Reime, böse Reime und dafür eine Gedankenlücke. Nun gehen wir zur großen Fee und erhalten Romani Shanté. Shanté. Okay. Mit unserem neuen Song Zeldas Wiegenlied. Oh Mann, mir fallen nur blöde Wörter ein, die hier nichts verloren haben. So zum Beispiel Glied um Glied. Wow, diese Fee ist besonders hübsch. Sie hat einen neuen Style. Sie lernt uns Sword-Technik. Nun mit magischem Pfeil. Magisches Puder beglitzert uns und wir werden schön. Magieanzeige erfüllt uns. Wir ziehen bald in die Rhön. Streichlich reimen durch Rappen, sagte Natsu, doch das kann ich noch schlechter als reimen. Wenn ich dies tue, werdet ihr den Stream bald streichen. Sie sagten, geh weg. Ich mag dich nicht, Link, du kleiner Fleck. Wir gehen jetzt in den Todeskrater. Hallo. Lebe ich noch hier? Maserati? Wieso lebst du noch hier? Wie meinst du das? Hatte Maserati gesagt, er möchte drehen? Nö. Ich lebe noch hier? Was? Maserati, was ist los? Ist er da oben? Wird er dich loben? Streich, reim, reim. Nun ab in den Vulkan. Würde ich sagen. Streich, reim, jodeln. Jolala, oh, das. Ja, ist dann unsere Abkürzung. Stimmt. Okay. Now wir gehen in den Todeskrater. Ich könnte auch Englisch sagen. Denn Englisch kann ich eh nicht. Vulkan, Dungeon, Dungeon drehen. Ah, nee. Ich würde Vulkan noch nicht als Dungeon bezeichnen. Ist ein neues Gebiet. Vergiss die Skuldi nicht, bei der Nacht erscheint bei den zweiten Stein am Rand, wo die Steinkrollen macht. Was? Steinkroll macht. Ich hüpfe zuerst in ein Loch, denn ich mag dieses Loch sehr. Hier drinnen befindet sich eine Schatzkiste. Sicherlich mit Geld. Und zwar sehr viel mehr.